Ich bekomme viele Beschwerden von euch zu hören über Amazon Retour Unverpackt, die man ja auch an Packstationen einliefern kann. Das System hat offenbar seine Tücken, denn ihr berichtet mir, dass manche Retouren nicht bei Amazon ankommen. Die verschwinden irgendwie in den Untiefen von DHL. In diesem Video will ich mal versuchen, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Ja, im ersten Schritt habe ich Retour Unverpackt erstmal selber an einer DHL-Packstation ausprobiert. Hier im Retourenprozess auf der Amazon-Website wählt man folgende Option aus. DHL-Abgabe Packstation, weder Verpackung noch Drucker erforderlich. Und im nächsten Schritt generiert Amazon dann so einen QR-Code. Mit dem geht es jetzt ab zur Packstation. Und an der Packstation wählt ihr Versenden aus. Dann werdet ihr aufgefordert, den Code einzuscannen. Ihr scannt den Code natürlich von eurem Handy-Display ein. Ich habe mir den Code ausgedruckt, damit ich mein Handy frei habe, um zu filmen. Ja, dann wird an der Packstation eine Vorschau des Labels angezeigt, also wie das Label aussehen wird, das der Zusteller später auf eure Sendung draufklebt. Also der Zusteller nimmt eure unverpackte Ware, tut sie in eine braune Papiertüte und darauf wird dann das Label geklebt. Ja, als Absender steht hier sowohl Amazon steht als Absender und als Empfänger auf dem Label drauf. Das ist aber soweit in Ordnung. Ja, dann bestätigt ihr, wählt eine Fachgröße aus. Fach öffnet sich, ihr legt die Ware hinein, Fach schließen. Jetzt könnt ihr noch eure Postnummer, DHL-Kundennummer eintippen, einscannen oder ihr gebt eure E-Mail-Adresse ein und bekommt dann einen Einlieferungsbeleg zugeschickt. Ja, in meinem Fall hat das erfolgreich funktioniert. Am nächsten Tag wurde die Retour aus der Packstation abgeholt und sofort beim ersten Scan aus dem DHL-Paketzentrum Hamburg hat Amazon eine Erstattung des Kaufpreises an mich ausgelöst. Also ich habe keinen Grund zur Beschwerde, aber von euch höre ich viele Beschwerden und ich spekuliere jetzt mal, was die Ursache sein könnte. Ich vermute, dass die Ursache beim Entnehmen aus der Packstation liegt. Also wenn ein DHL-Zusteller, DHL-Abholfahrer zur Packstation kommt, dann gibt es wahrscheinlich Probleme, spekuliere ich jetzt mal. Vielleicht funktionieren diese Mini-Drucker nicht, die ja DHL-Mitarbeiter so am Gürtel tragen. Damit werden ja die Paketlabel ausgedruckt. Und wenn dieser Drucker vielleicht kein Papier mehr hat oder irgendwie eine technische Störung, das Label wird nicht gedruckt, dann ist eure Ware praktisch ohne Label herrenlos und kann nicht mehr an Amazon gesendet werden. Eine andere spekulative Möglichkeit ist vielleicht, dass Zusteller schlecht geschult sind und in einer Packstation 5 Retoure unverpackt vorfinden und die Zusteller denken sich vielleicht, ach, diese 5 Sendungen gehen alle an Amazon, die packe ich mal alle in eine braune Papiertüte, klebe da ein Amazon-Label drauf und schicke alle Retouren gebündelt an Amazon. Das geht so nicht. Jede Retour muss in eine einzelne Papiertüte verpackt werden, denn sonst kann Amazon die Retouren unterschiedlicher Kunden nicht mehr auseinanderhalten. Ob das jetzt aber wirklich so geschieht mit 5 Retouren in eine Tüte, weiß ich nicht. Das ist nur eine Spekulation von mir. Ich weiß, dass meine Videos ja auch viele Zusteller schauen. Und vielleicht könnt ihr mal aus dem Nähkästchen plaudern, wo da die Probleme bei Packstationen Retour unverpackt liegen. Oder machen vielleicht wir Kunden auch Fehler beim Einlegen? Was können wir besser machen, damit es keine Fehler gibt? Das würde mich sehr interessieren. Ja, bei Pakete auf der Website hat ein Nutzer kommentiert, dass man übrigens nicht gezwungen ist, Ware unverpackt in eine Packstation einzulegen. Man kann die Produkte auch, wenn man die ursprüngliche Amazon-Versandverpackung noch hat, kann man auch die wiederverwenden und die Retour in dieser ursprünglichen Amazon-Verpackung in die Packstation hineinlegen. Dann müsst ihr aber darauf achten, dass ihr alle alten Label entfernt oder dick überstreicht, schwarz übermalen oder mit Klebeband überkleben, sodass eben keine Verwirrung entsteht zwischen dem ursprünglichen Label und dem neu aufgeklebten Label. Ein anderer Nutzer, Henry, hat bei Paketa kommentiert, dass er Probleme hat an App-gesteuerten Packstationen, denn die akzeptieren diesen Red-Code nicht. Ich erkläre gleich, was das ist. Und zwar an App-gesteuerten Packstationen gibt es ja keinen Scanner, womit ihr diesen Amazon QR-Code einscannen könnt, sondern App-gesteuerte Packstationen bedient ihr mit der Post- und DHL-App auf eurem Handy. Und dort müsst ihr dann, um ein Packstationfach zu öffnen, diesen Red-Code eingeben. Der befindet sich unterhalb des QR-Codes, beginnt also mit RET und danach folgen Zahlen. Diesen Code müsst ihr in der DHL-App eingeben, um ein Packstationfach zu öffnen. Und Henry sagt, bei ihm klappt das nicht. Er ist dann notgedrungen in eine Postfiliale DHL-Paketshop gegangen,
hat seine unverpackte Retour dort abgegeben und den Code scannen lassen. Alternativ hat das funktioniert. Meine Meinung, ich rate euch vom Versand und Empfang wertvoller Waren an Packstationen ab, denn ganz unabhängig von den Problemen mit Retour unverpackt können Packstationen auch andere technische Fehler haben, die dafür sorgen, dass Pakete manchmal in fremde Hände gelangen und die Ware dann verschwunden ist. Sicherer ist es, Filialen Paketshops zu nutzen. Mir ist jetzt noch keine Kundenbeschwerde bekannt, wo sich jemand beschwert hat, dass eine Retour unverpackt in einer Filiale eingeliefert wurde, dass so ein Paket nicht bei Amazon angekommen ist. Diese Problemmeldungen beziehen sich immer nur auf Retour unverpackt und Packstation. Zur Sicherheit könnt ihr auch das Einlegen in einer Packstation noch filmen mit eurem Handy, dann habt ihr einen kleinen Beweis, das Paket wirklich eingelegt zu haben. Aber das ist an App-gesteuerten Packstationen auch schwierig, da braucht ihr euer Handy, um die Packstation zu bedienen und könnt nicht gleichzeitig filmen. Ja, und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Wie sind eure Praxiserfahrungen mit Retour unverpackt? Schreibt es gerne hier unter dieses Video oder schreibt ins Forum auf paketda.de.